Ja, ich hätte erst gucken sollen, was in der Truhe ist. Ich kämpfe jetzt lieber mit dem Schwert, weil mit dem tue ich auf jeden Fall One-Hitten. Und ich müsste mit den Bomben trotzdem also eine zweite Runde machen. Meistens, also wenn es nur zwei Gegner sind, dann nehme ich wahrscheinlich sogar nur... Dann nehme ich wahrscheinlich wieder die Bomben. Aber bei... also wenn es zwei stärkere Gegner sind. Okay. Mach mal die Fischmenschen hier weg. Oder einen auf jeden Fall. Damit wir hier rauskommen. Na, oh Gott. Immer auf denselben ist nicht gut. Aber da wir Stahlschwert mittlerweile haben, geht das eigentlich klar. Ich glaube, ich level hier kurz. Mit den Gegnern. Weil das Stahlschwert echt wirklich reinhaut. Oh, das ist nicht gut. Ging das auch vorbei? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Ich dachte, das würde treffen. Um ehrlich zu sein, jetzt... Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, dass beide Attacken nicht getroffen haben. Okay, das war ein Volltreffer. Jetzt fühlt sich auch alles ein bisschen besser an, da wir ein starkes Schwert haben, wir haben eine gute Rüstung, ist alles wunderbar. Wieso greife ich eigentlich zuerst den Fischmann an? Weil die anderen beiden können verwirren und so ein Zeug und einschläfern, deswegen sollte ich den Fischmann... Der macht halt nur Schaden und Schaden kann ich heilen. Also ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, die Kämpfe sind wieder ein bisschen trivialer geworden. Ich hämmer nur die A-Taste. Ja. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier rauskommt. Aber ich freue mich so ein bisschen auf die Xbox Series S, die ich bald bekomme. Ich habe gesagt, ja, das macht keinen Sinn, die Series X zu kaufen. Weil ich habe einen PC, da kann ich ja sowieso alle Spiele darauf spielen. Deswegen habe ich mir auch eine Series S gekauft, weil erstens ist die billiger und zweitens kaufe ich mir größtenteils die Konsole nur wegen der Abwärtskompatibilität und für nichts anderes. Weil die Next-Gen-Spiele gibt es entweder auf dem PC oder auf der PlayStation 5. Also, oder wenn... Wenn die dann nur, wirklich nur Xbox-exklusiv sind, also Konsolen-exklusiv, dann, who gives a shit, ich habe eine Series S dann, also... Ich kann es zwar nicht in der besten Grafik genießen und so, die kann nur bis zu 1440p machen, also 1440p und nicht 4K, was aber auch nicht mega schlimm ist, aber die ist halt auch nicht so stark wie die Series X, heißt, manche Spiele sehen da auch nicht so geil drauf aus. Zum Beispiel Yakuza Like a Dragon läuft nur in 900p, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Auf einer Next-Gen-Konsole. Die zwar eine abgespeckte Version ist, aber trotzdem finde ich das ein bisschen hart peinlich. Weil, würdest du dann die Xbox One-Version kaufen? Hast du eine höhere Auflösung als wie auf der Xbox Series S? Okay. Da ist der Boss. Ich könnte auch zu ihm hin direkt, wenn ich wollte. Aber hier, man sieht, hier gibt es Türen, die man wahrscheinlich aufsprengen kann. Dann kann man hier irgendwie runter. Was auch immer das zu bedeuten hat, dass man da runter kann. Ah, man muss wahrscheinlich da runter, um da hochzuklettern, ne? Oder ich... Ich probiere es erst gar nicht aus. Oder? Ich probiere es mal aus. Weil ich komme gar nicht... Ich muss runter für um die Tür... komm, ich probiere es nicht aus. Ich gehe runter, weil ich zu den Türen möchte. Die man wahrscheinlich aufsprengen muss. Wie es aussieht.
Okay, sie sind fake. Wahrscheinlich ist die eine echte wirklich die, wo die Lamia-Tante davor hängt. Sie heißt gar nicht Lamia. Ja, Lamia ist ein Überbegriff für Schlangenfrauen. Schlangenfrauen sind Lamias. Auch wenn sie irgendwie Set-Joghurt heißt oder sowas. Okay, ich mache erstmal die Sphinx. Wie gesagt, ich gehe dann auch auf die Sphinxen, weil die machen ein bisschen Scheiße. Hier wären die Bomben doch wirklich angebracht gewesen. Wenn ich jetzt nicht verwirrt werde, okay, schon gut. Hätte ich hier auch die Bomben jetzt benutzt. Okay, das tötet wahrscheinlich sogar. Ziemlich nah dran auf jeden Fall. Okay, das verwirrt mich nur wieder. Okay, wir sind nur erblindet mittlerweile. Bitte treff. Natürlich nicht. Okay, gut. Ah, das hat gar nicht getötet. Ich wusste nicht, dass das Schwert nicht tötet. Okay, Schwerter sollten wir nicht benutzen gegen Sphinxen und Tentakelmänner. Okay, dann muss ich mal kurz heilen. Erstmal zwei Heiltränke. Lieber nehmen wir unseren Kraftzauber, den von Ben. Okay, der macht nur 500, sehe ich gerade, weil mehr hat er nicht geheilt. Ich dachte immer, der heilt komplett. Okay, hier nehme ich dann doch lieber die Bomben. Weil das war besser gegen die Tentakelmänner. Ich glaube noch in einer späteren, in späteren Folgen von Final Fantasy 4 werde ich noch darüber meckern, dass ich mir keine Xbox Series X kaufe oder S. Ich werde auch, glaube ich, über die S meckern. Aber jetzt habe ich mir die vorbestellt, die Series S. Weil wegen, wie gesagt, aber wegen der Abwärtskompatibilität. Weil ich möchte ein paar Spiele gerne auf der Xbox 360 spielen, aber ich habe gemerkt, die sehen halt mega scheiße aus auf der Xbox 360 oder laufen nicht vernünftig oder sowas. Deswegen, ja, ich hätte mir auch beinahe eine Xbox gekauft, also eine Xbox, gut, aber das auch geklärt, eine Xbox Series, eine Xbox One, so verwirrend. Hab mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dachte, die Series S ist so viel, also ist nicht so viel teurer, und falls ich dann wirklich die Abwärtskompatibilität haben will, dann ist das halt intelligenter, weil die ist nicht so teuer. Und zwar ist eine gebrauchte Xbox One billiger als eine Series S. Aber erstens hat das die Abwärtskompatibilität und noch zweitens die Möglichkeit, Xbox Series X Spiele bzw. S Spiele zu spielen. Also Xbox Series Spiele zu spielen. Deswegen war das einfach die intelligentere Entscheidung, eine Series S zu nehmen. Und der einzige Grund, warum ich keine Series X gekauft habe, ist, weil die überall ausverkauft ist. Und mir reicht die Series S eigentlich, um genau zu sein. Bitte sterb nicht, Phobia. Werd mal langsam wieder Endstart. Das muss ich auf Fliegen klicken, aber das will ich auch nicht. Ich kann den Kampf auch neu beginnen, so ist es ja nicht. Wir sind besiegt worden, ist aber nicht schlimm. In dem Spiel ist Sterben nicht schlimm.
Okay, der Tentakelmann stirbt nicht, weil die eine Sphinx nicht gestorben ist. Schade. Bitte verwirr uns nicht. Ja, schon gut. Und der verwirrt uns auch. Ne, er hat uns gedingselt. Okay, mit Bomben treffen glaube ich immer, deswegen ist das jetzt nicht so mega schlimm. Bomben können glaube ich gar nicht daneben gehen. Okay, gut. Und dann wollen wir uns nochmal heilen. Wieso habe ich die Kappe nicht gemacht? Egal. Wieso kann ich... Okay, ich muss glaube ich hier das öffnen und dann von anderweitig da an die Truhen dran. Eispyramide, okay. Ach, das ist der richtige Boss. Ach, ey, stimmt ja. Ich habe ja sowieso zurückgehen müssen. Hole ich mir die Truhen, die wir gerade geöffnet haben, anderswo. Stimmt ja. Wäre ich ja hochgekrabbelt, wäre ich runtergefallen und der Weg wäre versperrt und das hier ist der richtige Boss. Ich heile mich mal lieber. Und speichern natürlich auch. Nicht mit Magie heilen, sondern da reichen Krafttränke. Locker flockig aus. Okay, für die 7 mache ich das jetzt nichts. Hier, mich heilen. Bomben und rein in den Kampf. Ich guck mal, wie viel die Bomben machen, aber ich mache auch Feuermagie. Eisgolem. Ich mag die Bossmucke so sehr. Das tut weh. Greift er zweimal an, das habe ich vergessen. Ja, solange wir noch die Feuermagie haben, sollten wir sie auch benutzen. Ich glaube, die macht ein bisschen mehr Schaden als unsere Bomben. Aber auch nicht um so viel mehr. Okay. Bitte. Okay. Ich hab's widerstanden oder so, stand da. Das hätte wehtun können. Ich heile mich mal kurz. Kraftzauber auf Ben. Und du zauberst weiter den Feuerfluch. Na. Dann machen wir weiter mit Bomben, weil Ben kein Feuerfluch mehr hat. Ne, das ist doof. Er hat sich sogar geheilt durch die Kacke. Ich glaube, ich heile Ben nochmal. Weil ich so ein bisschen Angst habe. Aber Phobia machen wir weiter mit dem Feuerfluch. Dass er sich auch heilt, der Penner. Also jetzt nicht Ben, sondern der Eisgolem. Und Phobia kann sich jetzt auch gleich heilen. Ben macht weiter mit den Bomben. Die hat ja sowieso kein Feuerfluch mehr. Kann sie weiterhin sich heilen. Das ist jetzt nicht so gut. Weil wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit, meine Verbündeten wiederzubeleben. Ich glaube 287, okay. Nichts, was ich habe, ist stärker als meine Bomben, glaube ich. Okay, ich muss gerade stark dagegen heilen. Was passiert? Okay, ich bin eingeschlafen. Kacke, er heilt sich auf diese Weise. Und wir sind tot. Nee, nicht aufgeben. Wie gesagt, wir haben nichts zum Verbündeten heilen, deswegen müssen wir ja, erstmal so versuchen, Phobia zu retten, soweit es geht. Also ich lasse sie nicht mehr so
viel Schaden nehmen, sondern heil sie vorher am besten. Vor 20 Schaden ist natürlich immer gut. Halt, je mehr er getroffen wird, je mehr Schaden er nimmt, desto weniger, also mehr Schaden macht er auch. Das ist so ein bisschen das Problem. Ben stirbt, ist kein Problem, den können wir wiederbeleben. Aber ja, heile ich mal lieber selber. Wie gesagt, kein Problem, den können wir wiederbeleben. Und glaube ich mit vollem Leben, hier ja, Lebenszauber. Den müssen wir auch mal so langsam finden, damit Ben es einsetzen kann. Kriegst du volles Leben? Ja. Gut, ist er quasi wie ein Erzengel. Weiterhin mit Feuer und Bomben drauf. Okay. Nee, das finde ich nicht gut. Da heile ich mal lieber beide. Also hier heile ich mal und du heilst dich auch mal. Huch, nein. Besser ist das. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dann heilen wir uns diese Runde mal alle. Auch der Gegner hat sich geheilt. So. Dann weiterhin du mit Bomben, du mit Feuermagie. Jetzt hat sie auch keinen Feuerflug mehr, heißt sie muss weiterhin mit Pfeilen kämpfen. Was natürlich doof ist, oder sie kann heilen. Aber erstmal tust du mit Pfeilen angreifen. Okay, du greifst mit Bomben an. Phobia, heil mal den Ben. Bitte stirb, du Vieh. Oder auch nicht. Okay, dann heilen wir Phobia. Aber Ben greift weiterhin mit Bomben an. Hier heile ich selber. Gut. Da haben wir den zweiten Hauptboss besiegt. Den zweiten Dungeon. Hauptdungeon. Wir hatten ja auch hier und da mal. Wir hatten eigentlich nur einen wirklichen Nebendungeon. Nämlich die Winterhöhle. Und die ist auch schon ein bisschen her. Yay! Zweiter Kristall. Dann schnappen wir uns mal kurz, was in der Truhe dort ist. Der Kristall, ich muss noch Aquaria zurück. Vergiss nicht, mit Spencer zu sprechen. Oh scheiße, wir sind alleine. Wassermünze, wunderherrlich. Huch, ich wollte mit dem Kristall interagieren und dann lege ich aus Versehen eine Bombe. Stimmt ja, wir sind ja jetzt alleine. Wo komme ich denn aus, wenn ich jetzt hier runterfalle? Okay, gut. Ich wollte die Truhe hier noch holen. Truhen. Hier. Bomben. Bomben, okay. Dann müssen wir einfach nur rausgehen. Wir sollten ja noch mit Spencer reden, heißt wir müssen noch nach Aquaria. Und dann würde ich auch so langsam die Aufnahme beenden wollen. Weil das Spiel ist echt nichts für lange Aufnahmesessions. Ah ja, hier war das, genau. Ich war gerade verwirrt, wo ich stehen muss. Weil das Spiel ist sich es hat zu wenig Elemente, finde ich, also Gameplay-Elemente. Es hat meistens nur den Kampf und der ist nicht so spannend. Und dann hat es hier und da Rätsel, aber die werden ja vorgekaut. Außer wie ich an die Truhe da dran komme, das wird mir nicht gesagt. Vielleicht mit Springen? Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich auch von der Treppe hier unter uns.
Hier die Treppe. Und dann nach links gehen. Weil vielleicht geht das ja. Aber das werde ich nicht ausprobieren, nur für eine Truhe. Und da sind wahrscheinlich auch nur Bomben drin oder so ein Quatsch. Werde ich nicht machen. Ja, leider, der Weg ist ein bisschen sehr lang. Und wir haben fast alle Monster hier ausgemerzt, deswegen ist er auch ziemlich uninteressant. Also ich verstehe nicht, warum sie in Final Fantasies meistens Teleporter haben, um einen zurückzubringen nach einem Dungeon. Aber hier nicht. In Final Fantasies macht das sogar ein bisschen weniger Sinn, weil da gibt es noch Random Encounter. Da kann man gut leveln. Vielleicht eben wegen dem Random Encounter, damit man nicht die ganze Zeit kämpfen muss. Aber hier macht man nichts außer zurücklatschen, ohne irgendwie groß was zu machen. Okay, das Land ist wieder grün. Herrlich. Ich gehe mal hier rein. Kann ich nicht? Kann ich ins Eislabyrinth? Ich wollte gucken, wie das mittlerweile aussieht, aber ich kann da gar nicht rein. Okay, dann gehen wir nach Aquaria. Und gehen nach Spencer. Aber erstmal gehen wir in das Haus von Spencer. Huch, ich nehme lieber eine andere Waffe, damit ich nicht andere meine Bomben verschwende. Schönes Wetter heute. Ach, da ist ja Tour, Heiltrank. Was sagt Phobia? Vielen Dank, hast du Opa schon getroffen? Er ist im Tunnel unter diesem Haus. Wieso gehst du nicht selber zu ihm? Ich dachte, er ist irgendwie eingeschlossen oder so. Ich habe als Kind nie verstanden und ich verstehe es, um ehrlich zu sein, immer noch nicht, warum man hier die einzelne Pflanze grün gemacht hat. Er blühen ließ. Ich verstehe das bis heute noch nicht. Vielleicht sollte es nur zeigen, von wegen, es gibt einen Weg, das hier zu heilen, aber das hat nicht geklappt oder so und oder Verzweiflung hervorrufen oder keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen dumm, um ehrlich zu sein. Sollte halt, glaube ich, ein bisschen Plot machen, geben. Aber ich fand nicht gerade, dass das irgendwie intelligent war. Aber das kann man über den ganzen Plot hier in dem Spiel sagen. Der Opi sagt, du musst die Welt retten und dann sagt er dir nichts weiteres und du gehst einfach nur von A nach B, weil die Karte es dir sagt. Spencers Ort. Okay, da könnte ich hochklettern. Das dürfte Spencer sein. Ein Wunder ist geschehen, das Eis ist geschmolzen. Ja, Phobia und ich haben den Kristall des Wassers wieder aktiviert. Als Dank solltest du den Schild der Alten erhalten. Max hat ihn im Fokusturm verborgen. Max, ich habe von ihm gehört. Wo steckt er? Er steckt mit seinem Schiff in einem ausgetrockneten See fest. Ich werde von hier aus einen Tunnel graben, der direkt zu ihm führt. Hier der Schlüssel für den Schild im Fokusturm. Soll Schlüssel erhalten. Geh nun nach Feuerburg, dort wüten schreckliche Erdbeben. Wieso soll ich nach Feuerburg? Weil der NPC mir es gerade gesagt hat. Das ist der einzige Grund. Krafttrank, wunderherrlich. Das ist halt wirklich der einzige Grund, warum ich nach Feuerburg soll. Und das ist halt so ein bisschen wirklich die Schwäche des Spiels. Du musst dahin. Ja, wieso denn? Ja, weil ich jetzt dir sage. Okay. Kann ich da irgendwie durch? Weil das sieht ja doch stärker aus, als wäre da irgendwie was. Okay, da kann man später wahrscheinlich durch, wenn da irgendwie was aufgebombt wird oder von der anderen Seite oder so. Weiß der Teufel. Aber ich verstehe den Ort hier nicht so ganz. Wieso ist er so groß? Aber hier sind da keine Monster und nichts, sondern du musst hier nur lang latschen. Das macht es halt nicht besser. Es wirkt so, als wäre das Spiel dafür ausgemacht, dass es Random Encounter gibt, aber es gibt keine Random Encounter.
Und hier gibt es überhaupt keine Encounter hier in dem Gebiet. Soll das nur zeigen, von wegen hier ist es tief oder so? Keine Ahnung. Ich dachte, Spencer wäre eingesperrt gewesen und... Also wahrscheinlich, weil es eingefroren war hier alles, aber... Den scheint es ja richtig gut zu gehen. Ich gehe mal ins Inn. Weil dann... Muss ich? Ich glaube nicht. Weil meine Magie ist ja wieder voll geheilt. Würde ich nicht ins Inn gehen wollen. Dann gehen wir zum Fokusturm. Wie gesagt, der Fokusturm ist so ein bisschen das Hub. Dass die... Dass das hier alles miteinander verbindet. Fokusturm. Waren wir hier eigentlich schon mal drin? Wintertempel. Okay, hier komme ich mit dem Dingens hin. Mit dem Zeichen. Aber das habe ich nicht. Okay. Das nur wieder so... Okay. Um zwei Kisten zu snacken. Mehr ist hier nicht. Aber dieses Emblem habe ich gar nicht. Ich hätte gerne den Schild, von dem die Rede war. Und dann holen wir uns das mal schnell. Fokusturm. Von hier oben. Gehen wir dann rein. Hier sind wir auch, glaube ich, gar nicht hergekommen. Sondern ich bin irgendwie jetzt einen anderen Weg gegangen. Aber ist jetzt nicht mega schlimm. Hier ist, glaube ich, sowieso alles miteinander verbunden. Ha, alter Opi, was ist los? Suche nach Rubens in Feuerburg. Was? Aber du sagst mir gar nicht, was los ist. Offen. Goldschild. Wunderherrlich, jetzt kriegen wir nicht mehr so viel aufs Fressbrett. Kann ich das hier verschieben? Ja, aber ich wüsste nicht wohin. Wahrscheinlich, um darüber zu springen. Hier ist noch eine Truhe. Wasserfluch. Gerade passend, wo wir ins Gebiet des Feuers gehen. Ich könnte das mal kurz wohin stellen, aber ich glaube, das wird wieder, sobald ich durch eine Tür gehe, resettet. Ich kann hier nirgendwo hoch, also ich muss wirklich... Okay. Und dann machen wir es hier hin. Kann ich hier rüberspringen, sobald irgendwie... Wenn das Ding sich nicht verändert. Ah ja, hier war die Kiste. Also wenn wir jetzt wieder rausgehen, dass sich das alles resettet. Das wäre jetzt nicht so klug. Ich mag die Musik vom Fokusturm. Ist jetzt nicht so geil wie Kampfmusik oder die Bossmusik, aber finde ich trotzdem sehr nett. Hier die Wolken, warum auch immer uns Wolken einen Weg versperren, aber sie tun's. Ich wurde eigentlich nach unten. Und deswegen kommen wir da nicht weiter, sondern... Sonst würden wir einfach da durchgehen können und wären schon in Feuerburg. Na und ist das Ding resettet? Ja, ist es. Warum man auch immer es verschieben kann. Und jetzt können wir ja die Wassermedaille oder was wir da bekommen haben benutzen. Bomben, 8 Stück an der Zahl. Letztes Mal waren da auch Bomben drin, aber die nützen ja nicht so viel. Offen. Wenn man halt nur 90 hat, dann nützen 88 nicht so viel. Okay, beziehungsweise 88. Was laber ich da? 8 nützen da nicht so viel. Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe das Ding dahingestellt.
aber es hat sich resettet. Okay. Muss ich das verstehen? Also, ganz ehrlich. Ich komme ja so nicht weiter, wenn ich das nicht da hinstelle. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg, wieder da hinzukommen, wo ich war. Also von da oben lang. Ohne das Gebiet wieder zu verlassen. Das verstehe ich gerade, das Rätsel nicht. Oder komme ich hier einfach, kann ich hier einfach runterspringen? Nein, so einfach ist das nicht. Also ich muss das schon hier so verschieben, das habe ich schon verstanden. Oh, ich hätte meine Scheiße gebaut. Ich muss das schon hier so verschieben, dass ich mich da rüberspringen kann. Wahrscheinlich muss ich es hier hinstellen, damit es nicht verschwindet. Und nicht ein darüber. Oder kann. Also hier gibt es ja auch keine Wege wieder. Irgendwie auf einer anderen Ebene. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und hoffen diesmal, dass das nicht wieder... War kann ich hier lang? Nein, das ist einfach nur so eine Ecke. Aber ich mache es diesmal ein bisschen schneller. Ich gehe jetzt nicht wieder den ganzen Weg drüber rum, sondern ich gehe einfach den Weg hier und guck einfach, ob der Pöller sich bewegt hat. Nee, diesmal bleibt er stehen. Also den muss man wirklich an einer bestimmten Stelle hinstellen, sonst resettet er sich andauernd. Es muss einem auch erstmal gesagt werden, dass das, da ist ja auch kein Zeichen von wegen, außer das Ding daneben, aber ich glaube nicht, dass das ein Zeichen sein soll. Also da ist kein Zeichen von wegen, stell das da hin, sonst wird das wieder resettet. Naja. Bomben. Das ist schon genug Bomben. Das sind ja immer wieder Bomben drinne. Ich dachte, vielleicht sind die ja random, die Sachen in Truhen, aber anscheinend dann doch nicht. Ach so, weil ich muss... Ach so, ich verstehe das schon. Weil das zu weit gewesen wäre mit dem Rüberspringen. Ich mache mal kurz eine Pause. So, hab mir nur die Nase kurz geschneuzt. Und wie gesagt, das braucht man nicht in der Aufnahme haben. Aber vor allem mit einer Facecam jetzt finde ich das mega eklig. Ich habe meine Meinung so ein bisschen geändert. Die Musik geht auf Dauer einen doch schon auf den Sack. Wenn man die ein bisschen länger hört, dann ist das nicht mehr so toll. Ich würde dann auch, sobald wir hier jetzt wieder draußen sind, speichern und aufhören wollen. Weil wie gesagt, das Spiel ist echt nicht für lange Aufnahmesessions. Schachtfeld Nummer 1. 2, 3, also man soll hier wirklich gut leveln, aber wir tun das nicht. Und Erdbeben gibt es auch. Jede Menge. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, aber wir speichern trotzdem nochmal, bevor ich das vergesse.
Und dann mache ich hier nochmal ein Safety Save. Und dann, wie gesagt, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.